Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brick Force. Und los geht's. Mit dabei ist Unchanged. Ja, hallo. Ja. Und wir spielen heute auf deiner Map. Bei ersten Kommentaren geschlimmert. Ja, und ich werde erstmal deinen wechseln, weil jetzt die sich einen Spaß ausgemacht haben und einfach die Seite gewechselt. Na toll. Jetzt musst du mich ziehen. Auf der Entfernung ist deine Waffe besser. Glaube ich. Welche Waffe hast du? Habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Die Beamer ist eine Skyfall-Waffe. Ja, jetzt bist du nicht so. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit irgendeiner dieser Skyfall-Waffen gespielt, außer halt die Osiris. So, oh, nice. Wie viel hat die? 20 Schuss, glaube ich, ne? Genau. Aber 42 Damage. Okay, das ist ordentlich. Ja. Hast du mehr Prämie gezogen? Ja. Auf jeden Fall gibt es ja auch einen kleinen einen Geheimweg. Ja. Obwohl er eigentlich nicht mehr so geheim ist, wenn einer erst gesehen hat, wie man hochkommt. Genau. Wenn man sie dann, ja, man auskommt. Oh, okay. Aber es ist, die Stelle ist zwar ziemlich gut da oben, also an den Geheimweg, aber es ist auch schwer da reinzukommen. Also, ja, von der Zeit her, weil man halt ziemlich in die Mitte gehen muss. Gunman kann ihn ja mal zeigen, er weiß nämlich auch, wo er ist. Lappes, oh, das heißt, ja, ich bin neutral. So, ja, es gibt Gutscheincodes für Ostern und ja, 5 Codes, da kann man die Pizza selten für eine Stunde, Harriet selten für eine Stunde kriegen und Isis war noch dabei, ne? Was noch? Ja, Isis war Locust, hast du das schon gesagt? Locust, ja, ne. Ach, von oben. Ja, an der ganzen. Ich will euch noch Schaden kriegen. Und da kommen die Nades. Nein, nein, nein. Ja, hab's noch reingeschafft. Scheiße. Nein. Oh, da kommt er von unten. Ah, Junge. Ja. Ich erwische ihn nicht aus dem Winkel. Ja, das ist ein spitzer Winkel und da wäre ich gegangen. Ja, das ist zu spitz. Schon angespitzt. Nee, der war. Haben wir hier da den einen. So, benutzen Warpiece und jetzt. Boah, muss ich mich hier ganz schön konzentrieren. Ja, aber dir läuft das flüssig, also du hast da keine Befürchtung. Ja. Ist so. Ja, was soll ich noch sagen? Scheiße. Über allgemeinen Map-Beschreibung, wie du das dir vorgestellt hast mit Map-Vorschlägen und so. So, ja, genau. Wie gesagt, ihr könnt ja noch weitere Map-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wie ihr seht, ich tue, was ich verspreche. Ja, aber das heißt nicht, dass jetzt jemand XP-Maps vorschlägt. Ja, oder die. Das ist ja unnötig. Ja. Scheiße. Da bin ich ein bisschen zu weit gesprungen. Ihr müsst euch gerade mühsam aus dem Spawn kämpfen und ich bin auch zu weit geschwungen. Kacke! War jetzt äußerst ungünstig. Ja, kriegt. Ja, Team, heute ist ja Karfreitag. Ja. Und ja, halt bekannter Osterntag. Du schon damals sagtest. Ja. Also das ist ja das erste LP schief gelaufen wegen bestimmten. Aber ja, die Teams waren sehr fair. Ja, ich habe jetzt den Punktestand nicht mehr so im Kopf. Naja. Naja, ihr habt 50 Pilze gemacht und wir haben 24 im Team. Also, ja, was würde ich sagen, aber ja, war eine nette Runde, machst du nix, aber egal. Du hast es jetzt dort.
Ja, also auf jeden Fall unterstützt ihn weiterhin so wie bis jetzt. Das ist ja ziemlich gut. Ich glaube 25 Abonnenten und im Schnitt immer so um die 7 Likes. Also weiter schön unterstützen. Ich gehöre auch zu den fleißigen Unterstützern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht bin ich auch mal wieder dabei. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.